Never enough. What do you think I'm going to say to you? No. Correct. Goodbye. Du hast das Gefühl, du erwürgst dich selber an den Tönen. Heute zeige ich dir, warum das so sein könnte. Das ist natürlich auch immer sehr individuell, aber es gibt heute in diesem Video Hilfestellung, deswegen schau bis zum Schluss. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Never enough! Oh, das klang echt nicht sweet. Das klang furchtbar und meistens tut es dann auch fast sogar weh. Es gibt viele Faktoren, woran das plötzlich liegen könnte. Ganz häufig ist es ja so, dass viele Sänger versuchen, diesen bestimmten Ton zu singen und dieser Ton ist eigentlich nicht in ihrem Register. Das heißt, Check Nummer 1 ist... Ist es dein Register? Kannst du in diesem Register bequem singen? Kannst du auch frei singen? Und wenn nein, dann musst du an deinem Register arbeiten, damit es nicht gequetscht ist, damit es nicht gedrückt ist. Deine Range ist so ein bisschen wie dieses Gummiband. Ich weiß, das ist jetzt nicht das Schönste, was ich jetzt hier habe. Das ist deine Range und je mehr du übst, umso mehr erweitert sich die Range. Das siehst du, ne? Wie sich das so ganz schön erweitert. Und in dem Moment, wo du nicht mehr übst und nicht mehr aktiv bist, dann... geht das halt einfach wieder zurück. Es ist im Endeffekt ja auch ein Muskel und den muss man auch pflegen. Und diese Range muss man auch pflegen. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht automatisch Mezzo ist oder Mezzo-Sopran oder überhaupt, wenn ihr automatisch gar nicht in diese Lage kommt. Ein Ton, den man so ein bisschen erweitern kann, ist ein Gewinn im Register. Das heißt, das eine ist, schau nämlich ganz genau, singst du auch in dieser Range. Nummer zwei ist, wenn die liebe kleine Susi anfängt zu singen, dann denken die ganzen Muskeln, ja, Susi singt jetzt und wir alle Muskeln müssen jetzt mitmachen. Die Stimmbänder, die falschen Taschen falten, alle Muskeln, alles verengt sich dann in dem Moment. Und es ist so ein bisschen dieses Gefühl, als wenn man jetzt hier gerade bei der Geburt ist oder hier auf der Toilette ist, und man hat dann dieses und die Taschenfalten schließen sich auch mitunter und es verengt sich alles. Das heißt, ganz oft machen auch Muskeln mit, die überhaupt nicht dazugehören. Ne? Also die Taschenfalten sind jetzt keine Muskeln, aber zum Beispiel Muskeln wie die Zunge und der ganze Zungenapparat verengt sich, zieht sich nach hinten. Und da muss man eben ganz genau darauf achten, dass man Freiraum kreiert. Das Stichwort ist hier wieder Freiraum. Wie gerade schon erwähnt, oftmals kann es die Zunge sein, die sich nach hinten zieht. Die Zunge ist groß, die ist schwer. Ich erwähne es immer wieder in jedem Video. Und es kann sein, dass durch die Zunge, ja, eben kein Freiraum entsteht. Und ein Trick wäre so ein bisschen die Zunge nach vorne zu bringen, die Zunge rauszubringen. Das habe ich schon in ganz vielen Videos hier erwähnt. Schaut doch mal in den Videos rein, wie singe ich Never Enough. Da erkläre ich auch ganz viel in diesen Tutorials, ja, wie ihr mehr Freiraum kreieren könnt. Last but not least und eigentlich der fast wichtigste Indikator ist die Luft. Also wenn man einfach eine falsche Atemtechnik hat, zu viel Luft benutzt beim Singen, dann ist es wie ein Übergepäck für die Stimme und es kann eigentlich eher hinderlich sein als förderlich. Ich hoffe, das habe ich richtig gesagt, hinderlich und förderlich. Es kann ein, ja, es kann auch wehtun, also Luft ist eine ganz große Geschichte. Ja, großes Problem ist die Luft, wenn man einfach zu viel Luft benutzt, verengt es sich doch ganz, ganz schnell. Und ja, dass man genau guckt, auch was für Muskeln setze ich moderat ein. Wenn ich zu viel Zwerchfell und zu viel Bauchmuskeln mit dazugebe und drücke in dem hohen Ton, dann wird das auch meistens nichts. Wichtig ist auch hier die Kehlkopfposition. Man muss auch immer genau gucken, wenn man höher geht, dann geht der Kehlkopf automatisch auch höher. Aber wir wollen den Kehlkopf auch nicht hochdrücken und das ist häufig etwas, was passiert, dass man richtig den Kehlkopf richtig nach oben drückt zu dieser hohen Note damit, ja komm, sing doch jetzt die hohe Note, komm, wir drücken jetzt mal. Und das mag sein, dass es für einen Moment auch funktioniert. Aber wenn du jetzt das regelmäßig machst, ist es nicht förderlich. Stichwort ist hier gesunde Gesangstechnik. Und deswegen ist es wichtig, dass man hier eine Anleitung hat, wenn man hat das Gefühl hat, man erwürgt sich jetzt bei diesen Tönen. Wenn du Interesse hast, herauszufinden, was ist eine gesunde Technik, wie kann ich diese Noten nicht mehr drücken, dann schau doch mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Wir bieten Gesangsunterricht an, Gruppenkurse und ja, buch am besten jetzt deine Stunde und finde heraus, wie du genau diesen hohen Belting-Ton singst, ohne zu drücken. Es geht!
Es geht tatsächlich.